Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal beim Zweitakt Berliner. Wir haben heute mal wieder nach 180 Jahren mal wieder ein Fanpakete-Klaus am Start. Grüße gehen raus an den Travi-Julian 601 auf, oder von Instagram. Der hat uns heute mal ein kleines Fanpaket wieder zukommen lassen. Mit ein paar Travi-Teilen drin. Und das werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Das Paket liegt jetzt schon über eine Woche hier rum. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, Julian. Es tut mir mega leid, dass ich das jetzt erst schaffe. Aber ich hatte eine Schulung noch gehabt, extern, da war ich 3 Tage nicht da. Dann musste ich mich erstmal um das WeVor-Werbevideo kümmern, was jetzt letztens kam. Und jetzt kann ich endlich, während meine Katze im Schlafzimmer ausrastet und mit dem Pappkarton spielt, mich um dein Paket kümmern. Vielen herzlichen Dank und ich bin echt gespannt, was drin ist. Und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Da liegt es nämlich schon bereit. Mann, Siegfried, muss das jetzt sein? Oh, gibt's ja nicht. Die ganze Zeit hat er gepennt, jetzt muss er da ausrasten. So, hat er hier schön mit, Panzerband oder was das hier ist? Nee, ist das Panzerband? Das ist doppelseitiges Klebeband, ist das, Lul. Hat er das hier stabilisiert oder was? Im feinsten DHL-Gelb. Hier steht was von DDR drauf. Ost, DDR und Glas. wenn man das Paket so leicht schüttelt, ich weiß nicht, das ist jetzt mit einer Hand eigentlich nicht machbar. Klingt das, als wenn da Lego drin ist. Also entweder ist da schon ein Scheinwerfer kaputt, Scheinwerfer. Entweder ist da schon was kaputt gegangen drin, was aus Glas war. Oder ich habe keine Ahnung, was da passiert ist drin. Aber wir werden uns das jetzt mal angucken. Ich bin echt gespannt, was er da geschickt hat. Ich muss halt erstmal gucken, wie ich das jetzt auspacke hier mit euch in der Hand. Aber ich klemme euch mal zwischen meine Beine hier. Das klingt irgendwie falsch, ich weiß, aber das ist jetzt so. Das macht es jetzt immer besser. Wenn man jetzt hier noch ein Stativ oder irgendwas hätte, aber es ist ja in der Garage leider. Ach Gott, so, wo ist denn hier die Mitte? Einfach mal hier irgendwo rein. Das hat er aber eingepackt wie eine Bombe, ey. Da ist es. Oh Gott, warte mal, hier steht irgendwas drauf. Muss ich erst mal kurz gucken. Er hat hier noch was geschrieben. Erstmal muss ich erst mal schauen. So, da ist der Brief. IFA DDR, hat er schön gemalt. Hallo lieber Trabi Berliner. Naja, guck mal hier vom 9. November, ich sage ja, das ist schon eine Weile her. Hallo lieber Trabi Berliner, eigentlich 2 Takt Berliner, aber ich sage, wir lassen das mal durchgehen. Ich hoffe, die Kleinigkeiten helfen dir an dem einen oder anderen Tag mal. Habe deinen Kanal 2021 entdeckt und finde deine Videos immer sehr unterhaltsam. Bleib auf jeden Fall so. Liebe Grüße, Trabi Julian 601. Da habt ihr auch seinen Instagram-Namen nochmal. Ey Julian, vielen herzlichen Dank für die Personal-Nachricht hier auf jeden Fall. So, und dann machen wir mal ein Glotzkowski in das Paket, nein. Und da sehen wir als allererstes oben drauf ganz viel Klopapier. Julian, hast du noch nie was von Zeitungspapier gehört? Kann man noch einen Arsch mit abwischen? Nee, schön. Ist ja egal, ob das ist gepolstert. So, was haben wir hier oben als erstes drauf? Ein Gurt, so wie es aussieht. Oder was? Klopapier raus hier. So, da haben wir ein Gürtchen. Oh, zwei Gurte sogar anscheinend. Oder zumindest zweimal die Halterung dafür. Also er hat mir gesagt, er wollte mir hier Trabi-Teile reinpacken. Was hat sich der ganze Klaus hier verheddert? Warte mal. Oh, eine Hand da. So, jetzt haben wir einmal als Pärchen. Er meinte, er wollte mir Teile schicken, die er doppelt hat. Ja, cool. Wenn mir mal ein Gurt abhanden kommt. Warte mal, ich muss mal kurz die Nase in die Kiste reinmachen. Oh, das riecht schon. Das riecht schon hart hier drin. So, jetzt haben wir hier die Gurt. Oh, das sind ja die alten Gurte hier noch, war, oder? Mal gucken. Ich habe schon die. Ist das so eine Einhängegurte? Bin mir gerade unsicher. Schreibt das mal in die Kommentare, weil ich habe so eine Rollgurte, also mit so einem Aufroller-Klaus dran. Aber sieht aus wie Einhänge. Ja, und hier ist das, was ich. Da ist der erste Lego-Stein, was ich schon gesagt hatte. Das hätte er anders beschriften müssen. Ja, ich glaube, das sind Einhängegurte. Da müsste dann irgendwo noch die Halterung dann theoretisch sein. Oder wird das hier eingehakt? Nee, passt ja gar nicht. Das sieht aus wie die Dinger, die ich in Hannelore drin habe. Ja, cool. Mal was anderes. Können wir umrüsten, den Gerd. So, das haben wir. Haben wir davon noch einen zweiten? Nö. Aber
Wie gesagt, hier ist leider sein Außenspiegel in den Arsch gegangen. Den hättest du in Zeitungspapier einwickeln müssen oder irgendwas, lieber Julian. Das ist sehr schade, dass es den zerrissen hat. Aber gut, ich meine, so eine Scheibe kann man nachbestellen. Das ist nicht das Problem. Das kriege ich hin. Muss nur aufpassen mit dem Glas jetzt, dass ich mir nicht die Pfoten noch kaputt mache. So, hier gibt es nochmal Sicherungen. Da habe ich jetzt ungefähr 2000 Stück von insgesamt. Da hatte der Pappenklausi ja schon ein paar geschickt. Aber auch sehr schön. Kann man auch mal gebrauchen, die guten Torpedosicherungen. So, was haben wir noch? Wo greifen wir? Wir müssen jetzt hier mal reingucken, weil ich will nicht in die Glasscherben reingreifen. Was ist das hier? Was ist das denn? Streichholzpaket? Was geht hier irgendwie auf? Was ist das? Eine Hand irgendwie hier. Warte mal. Oh Gott. Ach, das muss man so nach... Das ist eine Brosche oder irgendwas. Warte mal, ich habe schon auf falsch rum aufgemacht. 200 IQ, da ist er wieder. Ein DDR-Fähnchen. Das können wir an Gerd reinlegen. Das können wir so aufmachen und hinten bei Gerd in die Hutablage packen. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. Ey, cool, danke. Das ist ja nice. Die Ehrenbrosche hier oder was? Ja, cool. Die findet auf jeden Fall den Weg in Gerd. Geil, könnt mir mal reinschauen, was das ist, wofür es die mal gab früher. Vielleicht weiß das ja einer oder ist das, weiß ich nicht. Gab es dafür irgendwas mal, oder irgendein Verdienstkreuz nächstes Mal? So, was haben wir hier als nächstes? Wir haben hier einmal nochmal einen Kasten. Was haben wir da drin? Warte mal, ich muss wieder... Oh, da ist auch irgendwas kaputt gegangen drin. Was ist denn das? Was ist hier vor allem? Ach, das ist hier rausgebrochen. Oh gut, das kann schon vorher gewesen sein. Das muss jetzt nicht beim Transport passiert sein. Was ist das für ein Ding hier? Was steht da drauf? Kollektiv, oh Gott, warte mal, ich kann so scheiße lesen hier. Ich muss das mal kurz, ich halte euch mal den Karton rein. Was, Kollektiv der Arbeit, Sozialistischen Partei. Oha. Okay, cool. Das sieht, was soll denn das, ist das auch wieder so eine Stecknadel, was ist das? Das gehört zusammen. Sozialistische Arbeiten... Lernen und leben. Wir könnten ja theoretisch aus dem anderen Karton das Ding dann nehmen. Es ist ja das gleiche wie hier oben, das Austauschen miteinander. Und dann hätte man das zumindest erstmal wieder repariert. Aber das können wir auch trotzdem so in Gerd reinlegen hinten. Ja, cool. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin da frei von Wissen in dem Fall. So, was haben wir noch? Ganz viel Glassplitter. Hier ist auf jeden Fall so ein Klaus noch für die Rücklichter, würde ich sagen. Oder was ist das? Doch. Sieht aus wie die Rücklichter, aber irgendwie sieht es unvollständig aus. Oder ist das vom Wartburg? Sieht eher aus wie von Wartburg, oder? Ist das Trabant? Schreibt mir mal in die Kommentare, was das sein soll. Keine Ahnung. Also ich würde irgendwas sagen, dass das hinten für die Rücklichter ist. Also hinten für die Scheinwerfer hinten, ach Quatsch, für die Heckleuchten jetzt, Mann. So. Das könnte eine Art Kupplung oder irgendwas sein. Warte mal, da hat es aber auch wild eingepackt hier. Ey. Oh, ist das Tüdel, das auszupacken. So, warte, wir haben es gleich. So, was ist das Schönes? Ich würde sagen, das sieht aus wie eine Kupplungsscheibe, oder? Ist das eine Kupplungsscheibe für einen Trabant? Ich habe noch nie eine in Real Life gesehen, aber es sieht aus wie ein Original DDR-Bauteil. Auf jeden Fall irgendwie mal 38 Mark hat es gekostet. Das klebt hier noch drauf. Ja, nice. Ich wüsste sonst nicht, was das sein soll, anderes. Bremsscheiben hat der 601 nicht. Und ich denke, es ist für die Kupplung hier irgendwas Schönes. So, okay. Dann tun wir das mal dahin. Was haben wir noch? Ein Tankdeckel. Fehlt die Dichtung, aber die können wir nochmal besorgen. Guck mal, ich spiegel mich da drin. Hat er bestimmt nochmal aufpoliert hier extra. So, den haben wir. Dann haben wir hier... Ersatzglas drinne für den kaputten Scheinwerfer. Irgendwo, wo liegt er? Ach Mensch.
Das Einpacken müssen wir nochmal üben, Julian. Da ist der kaputte Scheinwerfer und hier ist ein Ersatzglas dafür drin, was ebenfalls kaputt ist. Das brauche ich euch nicht auspacken. Hier fehlt schon die Hälfte. Huch, das kann ich hier, guck mal hier. Hier würde das Glas eigentlich noch weitergehen. Man hört es auch schon, hier ist schon ein Splitter, habe ich auch den Splitter in der Hand. Ja, brauchen wir gar nicht auspacken, das lassen wir gleich hier drin. Schade. Der hat es auch nicht überstanden hier. Den hat es auch zerrissen. Das ist auch sehr, sehr schade eigentlich, weil es einer sogar mit einem Metallgehäuse ist. Ich kenne die Dinger nur mit einem Plastikgehäuse. Aber gut, so eine Scheibe kriegt man vielleicht nochmal auf dem Teilemarkt. Aber sehr, sehr schade, dass das, ja, tot ist. Naja, schade. Aber die Klammern sind hier immer heile. Bei meinen alten Scheinwerfern waren die mal kaputt. Bei meinem 1-1er Trabi haben wir das mal nachgerüstet. Da ist also eine Klammer gebrochen beim Fahren. Weil es das ganze Glas weggeflogen, übers Auto weg. Ja, Julian, richtig einpacken müssen wir nochmal üben auf jeden Fall. Das funktioniert noch nicht. Schade, dass alles kaputt gegangen ist. So, da ist noch ein... Was ist das? Ich dachte auch, das ist ein Spiegel, aber... Ja, doch, das ist auch ein Spiegelglas. Das ist genauso kaputt wie die anderen alle. Ja, hier, guck. Genauso im Arsch wie alle anderen Spiegelgläser, die hier drin sind. Auch kaputt. Ja, schade. Drei Spiegelgläser und alle kaputt. So, naja, so ist es. Hier ist noch eine Zündkerze. Die sieht so ja noch unbenutzt aus. Isolator Speziale. Die ist noch neu. Cool. Das hat auch die richtige. 175er Wärmeleitwert. Ich müsste jetzt nachgucken, weiß es aus dem Kopf nicht. Ist das eine originale DDR-Zündkerze noch, Julian? Oder ist das schon so ein Nachbau-Klaus? Das kannst du mir nochmal reinschauen. Aber nee, hier made in GDR. Oh, nice. Cool. Da habe ich irgendwo noch eine zweite, glaube ich, gesehen. Hier ist noch irgendwas. Ach nee, die ist hier rausgefallen aus dem Karton. Original IFA. Warte mal, müssen wir die mal irgendwie vorsichtig rausholen. Warte mal. Oh, hat das aber auch wild eingepackt hier. Da ist der Karton. Doch, das ist eine Originalkerze auf jeden Fall. Das ist ja cool. Davon ist noch eine zweite. Hätte Gerd mal was richtig Schönes zum Ballern gehabt hier. So, die heben wir auf jeden Fall auf. Die packen wir hier wieder rein, wo sie hingehört. Prima, cool. So, und das war doch schon fast. Was haben wir hier noch? Das ist auf jeden Fall nicht Trabant. Das ist für eine Schwalbe. Das ist ein Blinkglas für die Schwalbe. Cool. Kann ich auch gebrauchen. Meine sehen so scheiße aus. So, und hier ist nochmal so ein Blinkglas, glaube ich, ja. Warte mal, ich muss euch hier leider mal kurz weghalten. Kriegt das hier sonst nicht anders hin. Ah, das ist leider aber auch kaputt. Hat es auch zerrissen. Also ich weiß nicht, was DHL mit dem Paket gemacht hat oder ob er das scheiße eingepackt hat. Du hättest es mit Zeitungspapier, glaube ich, machen müssen. Du hättest jedes Ding in Zeitungspapier stopfen müssen, Julian. Und überall dazwischen auch nochmal Zeitungspapier. Das kann man hier auch gleich drin lassen. Das ist nicht mehr zu verwenden, leider. Ich glaube, wir haben alles erwischt hier. Hier sind überall die Glassplitter. Die ganzen kaputten Sachen. Ja, was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem hier? Kann ich eigentlich das Glas hier auch gleich reinmachen, weil das ist sowieso kaputt. Das Gehäuse kann ich mir auf jeden Fall. Gut, das kann ich ohne euch machen. Gut. Ja, schade, bis auf die Glassachen, die kaputt gegangen sind. Ein schönes Paket, Julian. Vielen herzlichen Dank dafür. Muss ich mal schauen, ob ich das in meine Gerümpelgarage noch alles unterbringe. Langsam wird es da voll drin. Das kann ich mir wohl mit der Scheiße. ja, und ansonsten, Freunde, ich nutze mal noch den Abspann hier. Vielleicht, ob ich es nochmal vielleicht separat sage, in einem separaten kurzen Video nochmal. Ich denke mal nicht, dass das Video hier so extrem viele Leute gucken werden. Ich werde den Kanal im Winterschlaf hier jetzt schicken. Habe ich mir so überlegt, weil es ist jetzt einfach auch zu kalt draußen. Wenn sich nochmal irgendwelche Aufnahmen ergeben, dann werdet ihr das sehen. Ansonsten schätze ich mal, werden wir jetzt ein bisschen Winterpause machen und werden uns dann wahrscheinlich hier erst so vielleicht im März rum wiedersehen, wenn Gerd wieder angemeldet ist, weil die werden ein bisschen tüdeln können. Vielleicht wird es auch nochmal im Winter ein bisschen wärmer, dass ich bei Gerd noch, ich wollte ihn eigentlich noch abfetten, aber wenn es jetzt, der Winter hat ja diesmal ziemlich früh angefangen mit Minusgraden auch und bei minus 5 Grad, was wir jetzt hier aktuell haben, habe ich echt keinen Bock da irgendwas rumzuschrauben, muss ich ehrlich sagen. Von daher denke ich mal, ja, wird es jetzt erstmal deutlich weniger Videos geben. Haben wir jetzt ordentlich nochmal vollgespammt hier den November mit Videos. Aber seid nicht traurig, denn ich habe noch einen Gaming-Kanal. Ich habe mir jetzt einen neuen Rechner geholt. Vielleicht machen wir doch nochmal ein Video dazu, ein kurzes. Kann ich euch den Rechner nochmal kurz zeigen. Ich habe jetzt einen fetten Rechner gekauft für 1.500 Euro.
Und dann haben wir jetzt auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal Zweitakt Berliner zockt, ein bisschen zocken, also ja, Games zocken, wer Bock hat, gerne mal auschecken, das Ding. Da werde ich jetzt regelmäßig was hochladen, als Ausgleich für den Kanal, der jetzt hier erstmal in Pause geht. Und da würde ich sagen, sehen wir uns da wieder, hoffentlich. Seid mit dabei, lasst auch gerne eure Spielewünsche da. Und ja, wieder schon und reingehauen. Julian, vielen Dank fürs Paket. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Zweitakt Berliner. Ciao.